Was glaubst du? Heute bin ich in der staatlichen Montessori-Schule in Stralsund, denn ein Hörer hat uns gepostet, mach doch mal was zu anderen Religionen. Was feiern die denn in der Weihnachtszeit? Und damit hat sich für uns die 4a im Religionsunterricht beschäftigt. Also die Christen feiern an Weihnachten Jesus' Geburt und das Lichterfest ist ein jüdisches Fest, das Chanukka. Das ist das Fest, weil der Tempel neu eingeweiht wurde. Es wird vom 25. Kislev bis 2. Tivent gefeiert und das ist vom 25. Dezember bis 2. Januar. Beim Fest werden fetthaltige Speisen gegessen. Einmal Krapfen in Öl eingelegt und Pfannkuchen mit Apfelmus. Da kriegen nur die Kinder Geschenke und sie zünden so einen Leuchter an. Es gibt zwei Leuchter im Judentum und zwar die Menorah und den Chanukia. Die Menorah hat 7 Arme, also ein 7-armiger Leuchter ist das, und der Chanukia hat 8 Arme. Also die Shamash ist die in der Mitte, das ist die 9. Kerze, in dem Fall ist die. Und mit der werden alle anderen acht Kerzen angezündet, von links nach rechts. Und jeden Tag wird eine Kerze mehr angezündet, bis alle 8 brennen. Da spielt man ein Spiel mit, das heißt das Dreidelspiel. Man muss den drehen und dann bleibt er eben so stehen. Und dann ist ein Zeichen oben. Jedes Zeichen bedeutet was. Es gibt Nes, Gadol, Haya und Sham. Das ist Hebräisch und das wird in Israel noch gesprochen und überall, wo Juden leben. Also dieses Zeichen, das heißt, da bekommt man 2 Nüsse. Da bekommt man keine Nuss. Bei dem Zeichen muss man 2 Nüsse an den 2. Spieler abgeben. Ich finde das schön mit den Kreiseln, weil das macht bestimmt Spaß. Das Lichterfest habe ich zwar noch nie gefeiert, aber ich könnte mir schön vorstellen, 8 Tage lang feiern. Ich kann mich da auch nicht wirklich entscheiden, weil Weihnachten ist auch sehr schön. Ja, also diesmal habe ich wirklich viel gelernt von den Kindern. Chanukka, das Lichterfest, das Fest der Tempelweihe, wird ähnlich gefeiert wie bei uns Weihnachten. Man kommt als Familie zusammen, man isst leckere Sachen, die Kinder bekommen Geschenke, man spielt viel zusammen. Nur, dass es eben 8 Tage lang gefeiert wird. Und ich glaube, das fanden die Kinder am spannendsten. Und wenn Sie eine Frage haben zu Religion oder Glauben, dann schreiben Sie uns doch einfach unter radiokirche.de.